es erstmal aus, bevor ich dann wieder mache. Falls es nicht klappt. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich es mal hingestellt, guck mal. Da hoch, so. Oh, ist ja einfach. Ja, alles klar, passt. Ja. Ja, war ja einfach. Okay, dann fange ich jetzt gleich mit dem Video an. Ich stelle mich jetzt mal dahin. Da gibt es gleich die Begrüßung und ja, dann fangen wir an. Alles klar. So, ich nehme jetzt auf. Moin ihr Cheater, da bin ich wieder. Und zwar heute habe ich ein paar Wall Breaches für euch. Hier auf der Karte seht ihr schon mal den ersten. Und ich habe mir gedacht, ja, bevor ich ja jeden einzelnen Wall Breach einzeln hochladen, Ja, dachte ich mir, ich mache einfach mehrere zusammen und ihr könnt euch die ja anschauen. Also, was ihr dazu braucht, ist ja so ein Fahrzeug, das hat jetzt mal nicht geklappt, wo ihr dahin stellt. Dann steigt ihr da aufs Dach und versucht dann da hochzuspringen. Ja, irgendwie. Was ist denn das jetzt? Das probieren wir uns nochmal. So, jetzt nochmal drauf. Das ist alles nochmal langsam. Und Viereck. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? So, inzwischen ist es morgens. Ja, ich habe mir jetzt mal den Liberator dazu geholt, weil mit diesem Winwood-Bus, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Das hat einmal geklappt und danach nicht mehr. Jetzt fahre ich den nochmal wirklich volle Kanne in die Garage, dass er richtig drin ist und probiere das dann nochmal. Also, heute ist nicht mein Tag. Wir haben es 35 Grad hier und ich dachte mir, heute Morgen, als es gewittert hat, ja, das kann man mal wieder ein Video machen und dann kommt sowas dabei raus. Weil dieser Katapult-Glitch von Skill2Bentner, wo ich machen wollte, der hat auch nicht geklappt. Und jetzt fliege ich schon wieder hin. Das ist nicht möglich, da reinzukommen. Also, Jungs, seid mir nicht böse. Wenn ihr den Wallbreach scheiße findet, dann seid ihr meine Freunde. Weil so ein Dreck, Mann, ist nochmal Anlauf holen und richtig dagegen, dass das Auto drin ist. Also, jetzt probieren wir das so lange, bis es klappt. Das hat beim ersten Mal geklappt. Und jetzt komme ich da nicht runter. Ich komme da nicht runter. Jetzt dücken. Geht auch nicht. Wie geht denn der Scheiß? Also ich probiere es jetzt noch einmal. Hochklettern. Dann irgendwie gucken, dass man da drunter kommt. Und jawoll! Jawoll! Ich hab's geschafft! I am the one and only. Jungs, schaut euch diesen geilen Wallbridge an. Das ist der Hammer. Man hockt so einen halben Tag dran und kann dann... Ja, wie ihr seht... Seht ihr nichts. Es backt ein bisschen rum. Ich würde vorschlagen, wir wechseln jetzt ganz schnell zum zweiten Wallbreach. Herzlich willkommen zu meiner Wallbreach-Serie. Dies ist nun der zweite Wallbreach. Wie ihr wahrscheinlich auch schon vermutet, ist dieser Wallbreach steinalt und jeder kennt ihn, da jeder YouTuber auf dieser ganzen gottverdammten Welt ihn schon bereits hochgeladen hat. Aber auch ich möchte diesen Wallbreach einmal hochgeladen haben. Was ihr dazu benötigt, ist ein SUV oder ein Geländefahrzeug, das ihr genau so hinstellt. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, lasst auf jeden Fall einen Like da. Sobald ihr dort angekommen seid, könnt ihr die Cops abschießen. Automatisches Zielen ist nicht verfügbar. Deshalb müsst ihr diese Cops manuell anvisieren. Somit könnt ihr ein paar Sterne sammeln, dort hinter euch verstecken und die Sterne wieder losbekommen. Man nennt es auch RP, Glitch, Solo, Money, Funny Moments. Hier. Während ihr das macht, wünsche ich euch viel Spaß. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich über zum dritten Wallbridge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiederhören. Für die Leute, die immer noch zuschauen, zeige ich euch auf der Karte gerade mal, wo der dritte Wallbridge sich befindet, und zwar in der Nähe von den zwei Bekleidungsgeschäften. Den Wallbridge habe ich beim Skill2Bentner gefunden. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung und Grüße an dich erstmal. Servus. Ihr braucht dazu einen größeren LKW oder SUV, Geländewagen, irgendwas Größeres, wo ihr da halt hochspringen könnt. Und dann seid ihr auch schon drin. Also super einfach. Also Hammer.
Absolut, also ich habe noch nie einen besseren Wall Breach gesehen wie der. Das ist der Wahnsinn, der Hammer. Die Links zu den anderen Wall Breaches, die ich gefunden habe, kann ich leider nicht in den Kanal unten einfügen, in die Beschreibung, weil die habe ich alles selber ins Spiel geglitscht, weil ich bin so ein krasser Glitcher, ich habe die alles selbst gefunden und ja, bla 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 bla. Ja, natürlich. Für die fetten Wall Breach Cheater unter euch, die immer noch zuschauen, zeige ich euch auf der Karte gerade mal, wo sich der vierte Wall Breach befindet. Und zwar genau hier auf dem Tower in der Nähe vom EIA und FIB Gebäude. So, müsst ihr halt mit dem Heli hochfliegen. So, man muss jetzt hier runterspringen. Der ist allerdings ein bisschen tricky. Bei mir hat es beim ersten Mal auch nicht geklappt, wie ihr jetzt gleich an der Cutscene seht. Bat! Plötzlich hat sich das Wetter leicht verändert. Oh mein Gott. So, auf jeden Fall, ihr braucht eine Pistole dazu. Vielleicht klappt es auch mit dem Gewehr, aber ich habe es mit dem Gewehr nicht geschafft. Und ihr müsst zielen. Also, wenn ihr so dasteht und es klappt nicht so mit dem Zielen, weil ihr zu nah an der Mauer seid, dann müsst ihr einfach so ein paar Schritte vor, ein paar Schritte zurück. Ja, genau, jetzt, so wie jetzt. Und ihr merkt schon, dass ihr ein bisschen runterfliegt und. Oh mein Gott! Hammer! Oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Cheater! Wow! Alter, Wahnsinn hier! Auf jeden Fall, ich muss sagen, der ist total scheiße, der Wall Breach. Ich sag's euch jetzt schon, ihr könnt nicht rausschießen, ihr könnt keine Cops haben, ihr könnt sie nicht wieder abschütteln. Es ist, ja. Es ist der geilste Wall Breach, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Oh mein Gott. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum fünften. Jetzt sind wir beim fünften und auch beim letzten Wall Breach angelangt. Für heute oder morgen. Oder die nächsten Monate. Und der befindet sich auf der Karte hier. So. Und meines Wissens ist das der älteste Wall Breach, der bisher noch nicht gepatcht wurde. Also ich kenne keinen Wall Breach, der älter ist. Alle anderen sind irgendwie neu mit der Zeit dazugekommen oder sind entdeckt worden. Ja, es ist auch hier ein bisschen, ja, knifflig, um reinzukommen, weil man springt immer aus dem Baum gleich wieder raus. Aber wenn man mal drin ist, dann ist super. So, ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen und das war's mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, Jungs, halt die Ohren steif. Macht's gut, ihr Cheaters.